So, dann geht's nun weiter mit dem Secret Level. Herzlich willkommen zurück zu meinem Decent 2 Let's Play, sag ich da mal. So. Jo. Wie heißt das überhaupt? Hurdle Chase. Oh, oh, oh. Das hört sich ja hetzig an. Was? Was soll das? Zwei extra Leben auf einmal. Wie geil ist das denn bitte? Ja, wenn das nicht geil ist, dann weiß ich auch nicht. Aber hier kann ich wieder nicht speichern, ne? Das ist wieder das Doofe. Ach, das kriegen wir schon hin. So. Wofür ist die Unverwundbarkeit gedacht? Sollte ich sie mitnehmen? Ach! Nimm mal, sag mal mit. Ein guter Moment, die Bomben mitzunehmen. Komische Viecher hier. Boah. Komm her, du Kackvieh. Bist du? Ha? Zeig dich. Das will. Ist das denn ey, echt? Oh, ich komme schon da nicht mehr zurück. Boah, ist das ein Schmuh hier. Schon wieder Unverwundbarkeit. Ja, die Mega nehmen wir mit. Ich mach mal was platt, ne? Verzieh dich. Ah! Verdammtes Wasser. Okay. Und jetzt? Was ein Level hier. Natürlich auch für die Hälfte wieder nicht abgeflogen. Ich würde hier ganz gerne wieder raus. Und wo sind vor allem die ganzen Viecher? Ah. Ärgerlich, ne? Jetzt. Wenn ich mal sehen würde. Ist hier vielleicht auch ein Schalter oder so? Ach, da. Na, vielleicht so. So kriege ich ihn vielleicht besser. Nein, ey. Stirb halt, ey.
Pöchen. Hasse. Hasse einfach nur. Das Laser ballert jetzt. Ah, okay. Sag mal, komme ich jetzt überhaupt raus? Das ist jetzt ja so ein Mist. Blöd, ne? Ach, ich lasse mich ja noch treffen, ich Idiot. Aha, raus hier. Was soll man jetzt von diesem Secret Level halten? Irgendwie finde ich, dass ich das ziemlich schlecht abgeschlossen habe. Wie so immer, ne? Naja, was soll's. Tut mir leid, dass ich die Secret Levels nicht optimal abschließe. Aber dass man da drin nicht speichern kann, das ist blöd, ne? Was ich genauso blöd finde, ist, dass der Scheiß für mich da erwischt hat und ich jetzt kein 200 Cheat mehr habe. Naja, ein paar tolle Sachen habe ich aber mitgenommen, wie eine Mega-Messer und so. Aber... Wobei, ich ziehe das Energy Center, denn ich will dieses Level jetzt auch abschließen. Aber es war in der Tat ein Hetzjagd-Level gewesen. Ich bin gerade ein wenig orientierungslos, ne? Ah, hier. Das wollte ich haben. So. So, jetzt zum Roten. Weil ich wahrscheinlich eh wieder zu blöd bin, das zu finden. Machen wir das mal so. Und wehe, du schießt mich ab. Ja, ja, pass auf, wo du hinschießt, ne? Adolf, nicht, dass du wieder so ein Verräter bist. Kennt man ja. Ah, wo willst du hin? Ich könnte eigentlich auch mal speichern, ne? Hier kann ich ja wieder. Aber der zeigt mir wenigstens, wo ich hin muss. So, ich lasse ihn auch mal da, weil ich habe keinen Plan, wo das Exit ist. Oder habe ich das mittlerweile schon rausbekommen gehabt? Ich glaube nicht so, ne? Okay, hier speichern wir nochmal. Und der brauchte noch einen Gauss-Schuss, soweit ich weiß. Gab's hier nicht noch ein Schild? Aha! Meine ich doch, dass hier noch was war. Jawoll! Genau das, was ich gesucht habe. So. So, Exit. Was ist denn da hinten noch? Egal. Speichern. Nur schnell sein, wie man Platz auch nehmen. So. Dann führe mich zum Exit hin. Was man natürlich auch, bei Level 4 machen hätte können, ne? Aber so schlau war ich natürlich nicht.
Eifer des Gefechts. Scheiße. Bist jetzt hingeflogen. Self-destruct in T-minus 10, 9, 8, fuck. 7, 6, 5, 4, 3. Ist das... ich... Oder? 2, 1, 0. Na gut, also ich habe definitiv zu lange gebraucht, auf jeden Fall. Das scheint auf jeden Fall mega weit weg zu sein. Self-destruct sequence activated. Jemine, ey. Auf jeden Fall im Guidebot ein bisschen schneller hinterherkommen. Wo fliegst du längst? Du kriegst diesmal ganz andere Wege, oder? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Alter, verarsch mich nicht. 2, 1, 0. Okay. Das Ding braucht definitiv zu lange dafür. Machen wir anders. Ich will das sofort jetzt wissen. Wo ist das Exit? Sag es mir. Das muss ich vorher wissen. So, führ mich mal hin da. Damit das nicht so ein Desaster wird wie ein Level 4 und ich da 10 Jahre für brauche, dieses verdammte Exit zu finden. Ne? So, also hier links. Ja, und jetzt? Hä? Bist du hingeflogen? Hier oben. Ih! Das sind ja Gegner. Die sollten wir vielleicht jetzt mal platt machen. Könnte sinnvoll sein. Dass wir die schon mal jetzt platt machen, ne? Brauche aber schon wieder Shield, aber das ist nicht schlimm. So. Machen wir hier nochmal einen Marker hin. So. Dass dieses mal schneller geht. So. Also, wo waren wir jetzt längs geflogen? Hier durch. Ekelig hier. Das finde ich doch nie schnell genug. Naja, gut. So, speichern wir jetzt so. Nee. So darf ich das definitiv nicht machen, weil ich noch Shield brauche. So, ich brauche noch Shield. Und das gab es nämlich hier noch. So. Jetzt machen wir den Reaktor kaputt. Das mache ich mit einem Schwung anders, damit ich mehr Zeit habe. So. Self-destruct sequence activated. So, und jetzt muss ich meinen Weg da irgendwie alleine rausfinden. Das wird natürlich ein Chaos. Aber der Guidebot braucht mir einfach entschieden. Zu lange war das hier. Verdammt. Ich glaube, so schafft es erst recht nicht, oder? Aber da ist er ja schon, der Guidebot. So. Ich glaube, der will da jetzt alleine schon hin.
weiter durch. Notfalls muss ich... Das schaffen wir, das schaffen wir jetzt. So. Was ein geiles System. Vor allem, was da oben für eine Vegetation war, ne? Zu geil. Ja, Level 5 complete. Sea Spring Gorge destroyed. Shield Bonus 5000. Yeah. 5000 ist also Maximum. Energy Bonus 1000. Wird also Maximum 2000 sein. Hostage Bonus 8000. Skill Bonus 75.100. 16.000 Full Rescue Bonus. 105.100 Bonus. 693.800 Punkte jetzt. Ja, also die Bonis sind echt abgesunken im Vergleich zu diesen 1. Also bei diesen 1, ne? Da war ich ja locker im 150.000 Bereich. Bei einer Größenordnung von diesem Level. Ah. Ja, Level 5, das erste Quarzon-System-Level, ist abgeschlossen. Ich fand dieses Level sehr, sehr geil. Und das werden die folgenden Levels ebenfalls sein. Das sind alles sehr schöne Levels, die jetzt folgen werden. Wie ja schon gesagt, finde ich dieses Level-Design von Decent 2 echt richtig genial. Okay, das war's mit Level 5 und dann sehen wir uns das nächste Mal mit Level 6 wieder. Bis dann!